Es geht ab in Wut. Um zu wandern, zu erkunden, zu entdecken, zu wirken, zu sammeln, verlassene Orte abzuchecken, um zu entspannen und auch um Spaß zu haben. Die Freude an der Pracht von Mutter Natur und ihren Gaben. Hey, willkommen bei Ab in Wut. Mein Name ist Axel und heute geht's nicht ab in Wut, sondern ab an See. Ja, heute ist schönes Wetter und einige werden sich jetzt fragen, hey, du hast doch irgendwie großartig angekündigt, du machst Sommerpause. Ja, mache ich ja auch. War ja auch schon irgendwie auf ein, zwei kleinen Touren unterwegs und wollte auch schon die nächste, aber dann kam Fritz und hat einen rausgehauen. Was macht man denn? Da macht man sich blöderweise Gedanken und dann überlegt man sich, ein Video dazu zu machen. Hab ich mich aber gerade erschrocken. Ja, was ist schwarz und hat gelbe Bäckchen? Nee, Wängchen. Ja, schwimm hier auch im Wasser rum. Hab ich auch schon gesehen. Zum Thema Wasser kommen wir später. Seht ihr jetzt gleich die nächste Aufscheuche? So. Ein paar Worte zu Seven Worlds Wild bzw. zur zweiten Staffel. Vorher noch, ich bin nicht ganz allein, da drüben scheint ein paar Angler zu sein und na, ich bin wirklich nicht ganz allein. Mist, der nur wieder. Nee, das heißt, ich schon wieder. Was machst du denn hier? Ich wollte mich eigentlich gerade ein bisschen zur zweiten Staffel von Seven Worlds Wild äußern. Was ist Seven Worlds Wild? Seven vs. Wild, das war das Ding. 7 Leute für 7 Tage mit 7 Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt. Genau. Das letzte Mal war in Schweden, jetzt soll es auf einer tropischen Insel stattfinden. Und warum sollst du da jetzt mitspielen? Ja, warum? Warum ist eine gute Frage. Warum sollte ich eigentlich jetzt großartig bei Seven vs. Wild bei der zweiten Staffel machen? Grundsätzlich natürlich Abenteuerlust. Ne? Also ich mache, seitdem ich 14 bin, habe ich mich mit ein bisschen Indianistik beschäftigt. Pfadfinder für coole, hätte ich mal gesagt. Nein, aber war schon so ein bisschen so, also ich wusste früher schon, dass Birkenrinde ein guter Anzünder ist und im Endeffekt bin ich auch immer wieder rausgegangen und mit meinen Freunden unterwegs gewesen. Ich habe doch auch einiges gemacht sozusagen. Ich kann es einfach mal auch hier ein bisschen durchswitchen lassen. So, sagen wir mal, wandern. Schnitzen. Natürlich Kienspan. Das ist mein Thema, Kienspan. Bushcraft, also ein schönes Beispiel dafür, da sitze ich direkt drauf. Die habe ich gebaut, komplett ohne Schnur und sonst irgendwas. Ich sehe auch ein schönes Beispiel direkt vor mir, habe ich mit einem Freund dann letztlich dann halt fertiggestellt. Hier ist ein kleiner Steg und sowas wie Feuerbohren und sowas haben wir dann auch alles mal gemacht. Lost Places sind natürlich auch noch so ein Ding. Lost Places habe ich auch schon einige gesehen, habe auch schon an einem Spot übernachtet, wo selbst der liebe Fritz und der liebe Martin übernachtet haben. Und sich abgeseilt haben. Oder ein bisschen crazy stuff, ne? A la Martin, ne? Also nicht ganz so, aber anders. Von wegen Martin, nee, gutes Beispiel. Rüstung, ne? Er ist mit seiner Rüstung da rummarschiert, auch ein bisschen verrückt, ne? Da hab ich mir gedacht, ja, wie ist denn das so? Ich hab ja eine Rüstung und. Gut, seht selbst. Und ansonsten, ah ja, Werkstatt Spezial ist auch total crazy. Da ist eine verrückte Reihe rausgekommen. Ich sag mal, à la Game of Thrones. Wie geht die denn jetzt schon wieder los? Ist da noch so einer? Scheiße. Jo Keuler, aber hast du mal an hier Wetter, wie schon Klima gedacht? Hier Hitze, Feuchtigkeit, Viecher. Und man kann es überhaupt angeln? Ich glaube nicht, wa? Und ansonsten, du bist überhaupt nicht fit. Also nee, mein, du bist doch nicht fit, ja. Oder? Ja, 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 dafür macht man das aber irgendwie auch, ne? Also um das Ganze halt zu bewältigen, zu stemmen, sich halt der Herausforderung zu stellen, dem Abenteuer zu stellen.
ich wüsste nicht, warum man sowas sonst machen sollte, außer dass man hier die Herausforderung überhaupt erstmal sucht. Wenn man sich dem Abenteuer nicht stellt, dann hat man halt keins erlebt. Oder was? Ja, also irgendwie geht es schon darum, auch die Herausforderung zu suchen, wie Fritz sagte, die Grenzen halt auszutesten. Aber das mache ich dann heute auch an der Stelle. Und für viele, die werden jetzt sagen, die werden lachen und sagen, ist ja Pille-Palle, was du machst. Aber für mich ist das dann halt schon wieder was, eine Grenze. Weil normalerweise gehe ich, wenn ich halt in irgendeinen See gehe, selten alleine rein. Also eigentlich nicht. Ich versuche es zu umgehen. Einige meiner Zuschauer wissen, warum. Weil auch wenn das ja sehr, sehr, sehr selten ist, aber ich wurde halt von einem Taucher mal in die Tiefe gezogen, in so einem See. Das war beim Neptunfest hier. Fanlager, wer sowas kennt, da war ich 12, das war jetzt nicht unbedingt angenehm, kann es keinem wünschen und deswegen muss ich heute einfach mal ganz allein ins Wasser. Okay, dann überwinde er seine Grenzen, kicke ich mir an, von zu Hause. Ich habe mich jetzt entschieden, gerade weil es ja diese Taucher-Szenerie gab, nehme ich jetzt den Ekel wahr. Fresh. So fresh und so fresh. Das war eine kurze Erfrischung im Vergleich, deswegen auch die hohe Stimme. Wer Arachnophobie hat zum Beispiel, kann sich im Vergleich auch gleich eine Spinne übers Gesicht kommen lassen. Ich habe kein Problem, ins Mittelmeer zu gehen. Zum Beispiel, wenn ich da unter mir das sehen kann, 5 Meter unter mir schwimmen Oktopusse rum. Da habe ich alte Macht danach noch kein Ding gewesen. Habe ich mir gerne angeguckt, ich schnorchel gerne, ich mache das all ganz gerne. Ich freue mich drauf. Egal wie. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Ob ich nur daran teilnehme oder nicht. Ich werde nicht daran teilnehmen, steht aus der Fragen, aber ich gucke es mir da natürlich auch gerne an. Genauso wie ihr alle. Und ich glaube, da haben wir doch ein halbwegs vernünftiges Schlusswort gefunden. Wir werden uns das doch alle sowieso gerne angucken. Sag mal, hatten wir eigentlich schon ein Schlusswort? Wenn nicht, egal. Bis zum nächsten Mal.